heute nochmal hier aus meinem Käferzimmer. Ich habe hier in dieser Box heute was entdeckt. Und zwar, glaube ich, mein erstes eigens gezüchtetes Goliathus-Weibchen. Wow. Ich bin ganz gespannt. Ich habe schon mal reingeguckt eben. Es sah schon fertig, also zumindest fertig entwickelt aus, aber es wird noch sehr inaktiv sein, weil es vor 3 Tagen ungefähr noch eine Puppe war. Ich habe das hier mal aufgemacht. Ja, da ist ein Loch. Und habe das vor 3-4 Tagen hier in so ein Torftöpfchen verbracht, schön feucht gemacht. Und siehe da, heute ist hier auch schon ein Tier geschlüpft. Hier können wir es gut sehen, ja. Hier hin. Schön diese rotbraune Färbung von Goliathus. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken mal vorsichtig rein. Ja, ich mache den Kokon jetzt hier nicht zu weit auf. Nur so weit, dass ich das Tier dann nachher auch wieder zumindest mit der Front dort reinkriege. Oh, es ist sogar ein Männchen. Ein sehr kleines Männchen. Hier ist mein erstes Goliathus-Männchen. Selber gezüchtet. Wunderschön hier diese Zebrastreifen, so will ich sie mal nennen. So wurde der Käfer auch genannt, Zebrakäfer. Ja, ist ein sehr, 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 sehr kleines männliches Exemplar. Ja, aber das ist mir erstmal relativ wurscht und egal. Wichtig ist mir, dass die Tiere gesund und munter zur Welt kommen. Der Herr ist jetzt hier natürlich noch voll inaktiv. Ja, aber ein wunderschönes Tier. Wunderschön, hier die Elytren ohne Zeichnung. Ja, schön. Ja, einfach eine tolle Farbe. Tolles Tier. Freue ich mich, dass ich das erste Mal hingekriegt habe. Dass Goliathus bei mir auch mal sich entwickelt hat. So, ich tue das Tier jetzt haben wir es genug hier beäugt. Ne? Also wie gesagt, schönes Männchen, relativ klein. Der Kokon. Von innen glatt wie... Schade, können wir jetzt leider nicht so gut sehen, weil das Licht da nicht reinkommt. Glatt wie, ja, wie austapeziert von innen. Ich nehme jetzt hier nochmal so ein paar Sachen raus. Der gute Mann muss jetzt hier bestimmt locker noch 1,5 Monate drin bleiben, bevor er aktiv wird. Ich lasse ihn jetzt also in seinem Original-Kokon. Tue ihn hier wieder mit der Rückseite in diesen Torfbecher. So. So. Da ist er gut aufgehoben. Ich tue ihn schön hier rein. Und es wird so sein, dass er irgendwann schlüpft aus seinem Kokon und dann auch gleich aus dem Torfbecher raus kann. Deswegen habe ich den oben offen gelassen. Ja, werde jetzt hier noch ordentlich nachfeuchten. Zumindest das Substrat hier unten. Schön nochmal nachfeuchten. Aber jetzt kann das Tier ganz viel Feuchte gebrauchen. Es ist ja so, dass Goliathus immer nur zur Regenzeit in Afrika schlüpft. Deswegen können wir hier ganz getrost ordentlich Wasser reinschütten. Aber das Tier muss jetzt halt einfach erstmal noch, wie gesagt, mindestens 1 bis 1,5 Monate wird das jetzt dort noch drin bleiben. Wir gucken uns nochmal die Geschichte des Tieres an. Ja, eigentlich. Wo ist denn jetzt mein Buch? Wo ist denn mein... Okay, ich werde jetzt mal das Buch suchen und dann gucken wir uns die Geschichte von dem Tier nochmal an, ja? Okay, bis später gleich. Ja, und dann waren die Tiere immer so bei zwischen 22 und 24 Grad, habe ich die Tiere immer gehalten. Jetzt, wie ihr heute seht, auf dem Thermometer sind es ja knapp 24 Grad. Also das ist eine relativ gute Temperatur für die Tiere, ne? Sollte man auch so beibehalten. So, jetzt sehen wir hier auf dem Computer nochmal den Verlauf der Larve. Also ich habe sie am 16.08. als L3 bekommen mit 34,2 Gramm und habe sie dann durchgehend gefüttert.
Sie hat auch relativ gut gefressen eigentlich noch für den Rest. Und am 30.08., also nach 2 Wochen, wenn man guckt, das Startgewicht war 34,2 Gramm. Und nach 2 Wochen hat sie sich dann schon ihren Kokon gebaut. Ja, relativ schnell. Also wird sie nicht viel mehr gehabt haben als vielleicht 36, 37 Gramm. Ja, deswegen ist das Tier am Ende auch relativ klein gewesen, wie wir es ja gesehen haben. Das war ja doch ein relativ kleines Tier. Und ja, gut, kann man jetzt erstmal so nicht ändern. Das Tier wirkte sehr gesund, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Und ja, hier unten füge ich dann noch ein Bild ein von dem Tier. Dann habe ich hier einen schönen Verlauf von der Larve bis zum geschlüpften Tier. Ja, wollen wir mal schauen. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten.